In diesem Video werfen wir einen Blick auf die Tokio 2020 Edition des LSH aus dem Hause Sunflex. LSH, das sind die Initialen von Lam Siu Hang, einem Profispieler aus Hongkong. Optisch kommt das offensive, carbonfaserverstärkte Werk in einem modernen, recht schlichten Design daher. Mit seinen 7 Schichten, 2 innenliegende davon aus PBO-Carbon, bringt das in Deutschland entwickelte Holz erstaunlicherweise nur etwa 80 Gramm auf die Waage. Der Ballanschlag liegt etwas oberhalb des mittleren Härtebereichs. Das Holz wirkt dadurch in Sachen Grundgeschwindigkeit gar nicht so übertrieben schnell, bietet aber eine überaus hohe Dynamik. Im Moment des Balltreffpunktes ist eine ganz leichte, kurze Vibration zu spüren. So viel können wir vorwegnehmen, handelt es sich hierbei nicht um einen sogenannten gefühlslosen Carbonprügel. So waren wir anfangs schon ein wenig überrascht, wie gutmütig das LSH in der Tokio-Edition reagiert und sich dementsprechend beherrschen lässt. Die Grundgeschwindigkeit liegt dabei im unteren Offensivbereich, was sich natürlich insbesondere im passiven Spiel positiv bemerkbar macht. Das Holz liefert generell eine durchaus Kontroll- und Spielgefühl fördernde, angenehme Ballführung sowie Ballkontaktzeit, die man so eher selten bei kunstfaserverstärkten Modellen sieht. Auch hat man das Gefühl, dass sich das LSH leicht flexibel in Sachen Biegefestigkeit zeigt. All diese Eigenschaften führen dazu, dass man es hier mit einem nicht ganz so schnellen, dafür aber recht dynamischen und gefühlvollen Offensivholz zu tun hat. So eignet sich das Holz in erster Linie für ein variables, spinbetontes Offensivspiel, macht aber auch im nicht ganz so aktiven Spiel eine gute Figur. Bedenken sollte man, dass aufgrund des relativ niedrigen Gewichtes bei der Verwendung von stärkeren Offensivbelägen eine gewisse Kopflastigkeit entsteht. Das LSH deckt einen relativ breiten Geschwindigkeitsbereich ab, eignet sich deshalb sowohl für das tischnahe, aber auch tischferne Spiel aus der Halbdistanz. Tendenziell glauben wir, dass es eher mit mittelharten bis harten Belägen harmoniert. Fassen wir es also nochmal zusammen. Sunflex hat mit dem LSH in der Tokio 2020 Edition ein relativ leichtes, gutmütiges und dynamisches Offensivholz am Start, das trotz seiner Carbonfasern mit einem gefühlvollen Touch besticht und sich damit unserer Meinung nach perfekt für ein variables, spinbetontes Angriffsspiel eignet.